So. Und wir haben eine Verbesserung beim Fallensteller. Gehen wir doch da mal hin. Wie immer bin ich mal wieder komplett falsch gelaufen. Jovo, los, komm! So. Ja, ich bin auch mittlerweile. Ich muss ja sagen, die Story hat ein bisschen erst gebraucht, bis sie in Fahrt gekommen ist. Aber so mittlerweile, ey, richtig geil. Und die Landschaft immer noch natürlich mega super gut. So. Bam, bam. Hi. Jetzt weiß ich erst, warum ich erst gedacht habe, du bist ja Bam Bam vom Flo, ne? Von For You schon, wo öfters war. Weil ich weiß, ich habe auch eine Bam Bam, also die BB, habe ich auch in meiner Freundesliste bei PlayStation, aber die hat eine andere Zahl hinten dran. Tatsächlich, und deswegen dachte ich erst so, das kommt mir so bekannt vor. So. Ach. Allein wenn man wieder über so Felder reitet. Ich bin natürlich wieder dran vorbeigeritten. Ich könnte mir es ja auch mal markieren. Menschenskinder. So. Ja. Da habe ich ja halt erst gedacht so. Ah, da ist es. Okay. Ach, das war das Lager. Okay. Wollen wir steigen mal hier mal ab. So, mit ihm können wir sogar quatschen. Diebe und Mörder sind überall. Doch die Banditen in Hiyoshi sind schlimmer als die Invasoren. Es gibt nichts Schlimmeres, als das eigene Volk auszunutzen. Einer Frau im Fischerdorf Ketchi haben sie die ganze Familie genommen. Etwas Trost von einem Samurai freut sie bestimmt. Hey, kommt auf den Trost drauf an, den du meinst jetzt, was für ein Trost wir ihr schenken sollen. Ne? So. Ah ja, da ist der Fallensteller. Darf ich euch helfen, mein Herr? Nö. Mir ist nicht mehr zu helfen. So. Hier sind all meine Waren. Fernkampf, okay. Böller? Ah. Nur das Beste für euch. Geil. Okay. Wobei, ich hab die Wink. Danke. Wollen wir mal gucken? Ah, hoppla, nee. Quatsch. Ich freue mich schon auf Kunde von euren Siegen. Eigentlich müsste es ja jetzt hier sein, aber ich habe. Ich muss, glaube ich, den Platz noch ausrüsten. Haben wir noch einen Punkt? Nee, haben wir nicht. Den müssen wir wahrscheinlich ausrüsten, den nächsten Platz. So. Alright. Okay, da vorne ist wieder eine Blume. Die pflücken wir uns natürlich. Und dann gucken wir mal. Weil wir hatten. Genau, der unbesiegbare Gosaku ist eine Quest, wo wir eine Rüstung kriegen, wo wir richtig scharf drauf sind. Und deswegen. Setzen wir uns direkt da einen Punkt hin. So. Noru ist auch gleich da. Sehr geil. Hab gedacht, die Steuerung wäre so schwer als bei nicht, aber viel besser und einfacher gemacht. Nee. Die ist wirklich sehr eingängig. Also wie gesagt, das ist richtig gut und ich. Selbst im Kampf. Wechsle ich teilweise zwischen den, dass ich hier mal die Kampfhaltung ändere oder dass ich hier mal die Wurfwaffen ändere. Ah, warte mal, Wurfwaffen. da ist das mit den Böllern und. Ja, siehst du, habe ich auch noch wieder was gelernt. Hast du auch andere? Ja, habe ich auch. Können wir gleich mal gucken. So, sind wir eigentlich richtig? Ja. Genau. So.
Wir brauchen 6 Schlüssel von den Gehöften, um quasi diese Rüstung, um quasi anscheinend dann das Schloss aufzumachen. Dafür brauchen wir 6 Schlüssel. 3 haben wir schon. Und das scheint jetzt das 4. Gehöft zu sein. Schauen wir mal. Wir steigen schon mal ab. So. Sieht immer wie immer erstmal total verlassen aus, aber wie wir sehen, sind da vorne Leute. Und wir haben jetzt auch seit neuestem einen Geistzustand. Das heißt, wenn wir jetzt so, den haben wir jetzt zum Beispiel gleich. Wenn wir 5 Gegner ohne Schaden zu nehmen töten, dann haben wir diesen Geisteszustand. Der ist jetzt aufgeladen, wie wir rechts unten sehen. Ne, er ist jetzt nicht, weil ich davor sitze. stimmt. Ich sitze davor, aber normalerweise wäre es rechts unten, ne? Weil wenn ich jetzt so mache, da kann man es ein bisschen sehen. Ne, kann man nicht, da ist der Stuhl. Warte mal, ich rutsche ein bisschen. So. Aber ist jetzt? Nein, immer noch nicht. Ach, das ist der Vorführeffekt. Egal. Da ist so eine Anzeige auf jeden Fall. Oh. Ah, das ist dieser Adler, der mich immer verpfeift. Oh, Mist. Der ist so weg. Oh, wir haben den Hauptmann schon getötet. Das ist gut. Ich wusste nicht, dass wir das vorher einsetzen müssen. Ich wollte es aber jetzt nicht für den Hauptmann verschwenden. Der geht jetzt zur Geisel und will die töten. Ah, shit, das ist der gar nicht. Wo ist der jetzt hin? Oh Gott, schnell. Schnell, der will die Geisel töten. So, vielleicht kriegen wir es nochmal aufgeladen. Guten Tag. So, vielleicht kriegen wir es nochmal aufgeladen. Komm ein bisschen näher, dass ich jetzt kann ich auch Attentate machen durch diese Tür, wenn einer direkt dran steht. Aber jetzt steht halt gerade keiner. Steht hier vielleicht einer? Nee, das würde man dann sehen. So. Mama. Irgendwo muss ja jetzt einer sein. Ja, wie gesagt, dann haben wir so einen Geistzustand. Dann können wir für Sekunden sind wir dann unbesiegbar und können richtig slashen. Komm her, du Scheißvieh. Das ist jetzt nämlich auch noch neu dazugekommen. Dieser Adler, der fliegt immer rum und verpetzt unsere Position dann. Ach so, warte mal, jetzt müssen wir den noch befreien. So. Was haben wir hier? Munition wieder. Gut. So. Bitte befreit mich! Ja, ja. Alles wird wieder gut. Hab Dank, Fürst Sakai. Ihr seid sicher. So. Okay, 3 Geiseln. Hammer. Okay, wie gesagt, ich versuch mal. Töte was. Mit einem Sochi-Attentat. Ich glaube, Sochi-Attentat ist es sogar. Wir gucken mal. Negium Hasinta. Scheiße. Nein, komm. So, jetzt haben wir es gleich wieder aufgeladen. So, jetzt erstmal wieder hier
Ja. Bald seid ihr frei. Surprise, Motherfucker. Meine Gebete wurden erhört. Geht. Gebt auf euch Acht. So. Alright. Surprise, Motherfucker. Nö, gab keine Surprise. Damit habe ich gerechnet. So. Wollen wir mal gucken, wo der nächste ist. So, ich guck mal. Ah, shit, wir hätten noch gehabt. Das war Verschwendung. Ah, wir hätten noch. Wir haben noch. Gut. Das ist sehr gut. So. Und wir könnten ja mal Knaller anwenden, um die anzulocken. Ich weiß ja nicht, wo die... Ah, da vorne. Da vorne ist ein Bauer. Aber der steht ganz starr. Hallo. Grüß Gott. So, ja. Ist anscheinend keinem aufgefallen, okay. War es vorher wahrscheinlich zu laut? Wo sind denn welche? Irgendwo müssen ja noch welche sein. Und hier waren wir aber schon. Hier sind auch keine mehr. Reichlich kömisch. Kömisch. Waren wir hier oben vielleicht? Weil hier oben waren wir doch auch schon. Na ja, gut, aber hier oben muss ja noch was sein. Na, hier sehe ich nur ihn, ne? Okay. Mein Herr. Hallo? Auch krass. Seien einfach die Leute am lebendigen Leib verbrannt. Ey, aber wo sind denn die? Okay, da vorne ist ein Bär. Oder eine Wildsau ist das, glaube ich, eher. Also irgendwo muss noch einer sein. Aber eigentlich haben wir hier alles abgegrast. Guck mal. Was war denn das jetzt eben? Das ist jetzt echt komisch. Na, wir haben doch... Genau. 2 von 3 haben wir ja. Aber hier unten... Hier unten, glaube ich, oder? Soll hier unten noch was sein? Ah ja, doch, tatsächlich. Schon. Jawohl. So.
Yes. Stillhalten. Ihr habt uns gerettet. Haben Sie den Schlüssel für Gosakus Rüstung gefunden? Wegen mir können Sie den Schlüssel haben. Gosaku ist der Held eines Kindermärchens. Ihr glaubt nicht, dass es die Rüstung gibt? Natürlich nicht. Nehmt unseren Schlüssel und seht selbst, mein Herr. Okay. Das wäre natürlich krass, wenn jetzt da nichts dran wäre. So. Befreie Aoi. Haben wir jetzt auch gemacht. Jetzt kann es wieder besiedelt werden. Technikpunkt haben wir jetzt auch dazu bekommen. Sehr schön. Aber ich glaube, wir sammeln jetzt noch ein paar Technikpunkte. Zumindest mal noch einen, bevor wir wieder was skillen. So. Diener des Volkes, okay, cool.